Ich freue mich beinahe noch mehr für dich als für mich. Heißen. Michael will mich heiraten. Das darfst du gar nicht erst denken. Hör mal, sonst machst du alles nur noch schlimm. Hör bitte nicht auf sie. Sie ist völlig durcheinander. Oh, das verstehe ich doch. Übrigens, ich... So, ja. Noch etwas sanfter. Komm jetzt. Ich gehe ins Arbeitszimmer. Wegen deiner Schwangerschaft? Das hat damit gar nichts zu tun. Und kann ich dir helfen? Nein, ich möchte lieber nicht darüber Weil reden. Es mit meinem... Punkt der Reise. Diese Stadt hat wirklich etwas ganz Besonderes. Man spürt überall die Geschichte. Mhm. Ich war das erste Mal in Rom im Sommer meines ersten Studienjahres. Und das gehört schon zur Geschichte. Zur Geschichte. Ich finde, dazu gehörte große Zivilcourage. Die ich dir gleich erzählen wollte. Wenn du dich von Field scheiden lässt, wird er genau das bekommen, was er immer gewollt hat. Seine Freiheit.
Naja, ich konnte diese Heimlichtuerei einfach nicht länger ertragen. Jetzt werde ich endlich Mrs. Michael Tarrow. Keine schönen Kleider mehr. Geh bloß nicht zu nahe. Bringen. Ich habe das alles nur gesagt, um dich zu beschützen. Er hat mich gezwungen, so etwas zu sagen. Weißt du, wenn du noch eine Weile hier bleibst? Oh. Es tut mir so leid. Oh. Du, sieh doch mal. Ich habe sie selbst ausgesucht. Alle mit Cremefüllung, deine Lieblingspralinen. Was du bekommen. Das ist wirklich ganz einfach gewesen. Und dann hat mich ein Mann mit in die Stadt genommen. Es ist ja alles gut. Dann wurden Schüsse abgefeuert. Ich... Oh, bitte stellt mir... Wirklich egal. Tyrone steht uns jetzt nicht mehr im Weg. Wir können zusammen sein. Man sollte uns aber nicht zusammen sehen. Und darauf müssen Sie nicht antworten. Er hat meinem Kind wehgetan. Dafür musste er büßen. Unhaben. Das weiß ich nicht genau. Das weiß... Er wehrte sich, aber das schaffte er nicht. Sie kämpften wie noch nie in ihrem Leben. Er geriet in Panik. Er hat eine Pistole. Sie wehrten sich gegen ihn. Die Pistole ging los. Versehentlich. Ich dachte immer nur an Constance.